Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Die Gilde der fahrenden Händler. Ein schönes Spiel, wie ich finde, ein tolles Spiel, wie ich auch finde, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, das ich bereits letztes Jahr in Essen ausprobiert habe bei AEG, wo es im Original erschienen ist. Und dieses Jahr ist es dann jetzt auch endlich auf Deutsch bei Skellig Games herausgekommen. Und da habe ich sofort zugeschlagen, weil das hat mir letztes Jahr halt auf der Messe schon sehr gut gefallen. Und heute möchte ich euch das mal in einem Solo-Let's Play zeigen. Ich glaube, da kann ich euch ziemlich gut auch zeigen, wie das Ganze funktioniert, denn es gibt gar nicht so viele Änderungen gegenüber dem Spiel mit mehreren Personen. Da werde ich natürlich dann auch drauf eingehen. In Die Gilde der fahrenden Händler sind wir hier halt eben als fahrende Händler, wie der Titel ja schon sagt, unterwegs und erkunden hier diese Landschaft. In diesem Fall habe ich Avenia ausgewählt. Es gibt vier verschiedene Karten im Spiel. Die haben so ein paar, also die haben natürlich vom Layout her Unterschiede, aber sie haben auch so ein paar kleine Regelsachen, die dabei sein können. Und es gibt auch für jede der vier Karten unterschiedliche Ziele, die erfüllt werden müssen. Und die Ziele sind tatsächlich hier im Solospiel ganz wichtig, weil das ist im Grunde genommen der große Unterschied zum Spiel mit mehreren Personen. Ich muss tatsächlich alle drei von diesen Zielen erfüllen, um das Spiel gewinnen zu können. Und dann, je nachdem, wie viele Punkte ich habe, habe ich dann besser oder schlechter abgeschnitten. Aber die Ziele, die muss ich alle erfüllen. Und die Ziele können aber verhindert werden, wenn ich mir dafür zu viel Zeit lasse. Dafür werden dann später diese Marker wichtig sein. Aber da gehe ich drauf ein, wenn es soweit ist. Ich habe hier halt meine Landkarte. Ich habe hier meine Materialien, die ich hier so im Laufe des Spiels auf dem Feld platzieren werde. Ich habe hier das Tableau mit den Erkundungskarten vorbereitet. Da werde ich dann immer, wenn die Karten quasi ausgelegt werden, die da hinlegen, dann sehe ich immer genau, welche schon gespielt wurden. Und ich habe hier die Erkundungskarten auch schon mal für die erste Runde gemischt. Da sind hier die fünf Standardkarten drin und einmal die Karte der ersten Ära. Wenn die kommt, dann kann ich mir hier nämlich eine Erforschungskarte ziehen. Und die lässt mich dann ganz individuell hier das Tableau erkunden. Das ist immer sehr, sehr cool. Ja, und hier sind halt eben diese Erforschungskarten schon mal vorbereitet und die Schatzkarten, die ich hier auch entdecken kann auf dem Spielfeld. Hier oben sind noch ein paar Marker, die sind im Grunde genommen nur zum Zählen da, zum Markieren, dass ich manche Schätze schon gefunden habe. Oder wenn ich eine Handelsroute zwischen Städten baue, kann ich das damit auch markieren. Und wie das alles funktioniert, das werdet ihr jetzt im Laufe des Spiels mitbekommen. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon zum Aufbau. Und ich kann direkt mal mit der ersten Runde loslegen oder mit dem ersten Zug. Wir spielen insgesamt vier Runden. Und in jeder Runde gehen wir hier einmal diesen Erkundungskartenstapel durch. Und am Ende der Runde, ja, werde ich hier tatsächlich schauen, was ich so alles erreicht habe und werde aber auch sehr vieles wieder entfernen müssen. Aber das zeige ich euch eben auch gleich. Ja, wie gesagt, fangen wir an mit dem ersten Zug. Ich decke mal die erste Erkundungskarte auf. Das ist hier das Grasland. So, bei dieser Erkundungskarte, ich muss hier zu Beginn des Spiels ausgehen von der Hauptstadt hier in der Mitte. Da ist so eine große Burg und ein Schiff drauf zu sehen. Von dort muss ich quasi anfangen. Später kann ich auch noch von anderen Punkten aus starten. Auch das zeige ich euch natürlich gleich. Und in diesem Falle dieser Erkundungskarte muss ich halt zwei Graslandfelder nehmen. Die müssen nicht unbedingt nebeneinander liegen, aber in diesem Falle habe ich nur die Möglichkeit, quasi nebeneinander liegende zu nehmen. Um zu markieren, dass ich ein Feld erkundet habe, lege ich hier so ein kleines Holzwürfelchen darauf. Und ich fange natürlich hier an mit dem einzigen Feld, auf das ich direkt Zugriff habe. Und da ist direkt eine Münze abgedruckt. Das bedeutet, ich bekomme auch gleich eine Münze. Die Münzen sind, wie gesagt, eigentlich zum Zählen der Punkte da. Im Mehrpersonenspiel kann man die auch verdeckt halten, sodass die Mitspielerinnen und Mitspieler nicht sehen, was man schon an Punkten gesammelt hat. Aber finde ich es ohnehin nicht ganz so wichtig, weil man kann ja auch nichts dagegen tun, dass die anderen Punkte sammeln. Aber jetzt hier im Solospiel ist es ja ohnehin egal, da brauche ich das ja nicht verdeckt halten und deswegen lasse ich die gleich mal offen. Dann seht ihr auch, ja, wie es hier bei mir weitergeht. So, jetzt muss ich mich noch für eins der anderen Felder entscheiden. Und da ich ein Ziel habe, Handelsposten zu errichten, würde ich doch mal sagen, gehe ich eher in die Richtung. Ja, das war auch schon der erste Zug. Ziehen wir gleich mal die nächste Karte. Diesmal sind es Wüstenfelder, die ich erkunden kann. Und auch die müssen nicht nebeneinander liegen. Also da könnte ich jetzt zum Beispiel einmal hier in diese Richtung ziehen und einmal in diese Richtung. Aber ich glaube, es hilft mir tatsächlich mehr, wenn ich erstmal hier unten bleibe. Wichtig ist natürlich, ich darf beim Erkunden immer nur angrenzend entweder an meine Hauptstadt
oder an Erkundungswürfel setzen. Oder ja, am Ende der Runde könnten so ein paar Dörfer übrig bleiben. Und von denen aus könnte ich auch starten. Und vielleicht sehen wir ja gleich auch schon mal, wie ein Dorf entsteht. Gehen wir mal in den nächsten Zug. Ja, und jetzt haben wir hier auch schon die Erkundungskarte mit der 1 drauf. Das bedeutet, ich darf mir jetzt 2 Erforschungskarten holen und mir eine davon aussuchen. Das Coole ist, diese Karte wird natürlich für die nächste Runde wieder ins Deck gemischt. Und wenn die dann wieder auftaucht, darf ich meine individuelle Erforschungskarte hier auch wieder einsetzen. So, dann schauen wir doch mal, was habe ich hier zur Auswahl. Ich hole die mal etwas dichter ran. So, ich kann entweder ein Gewässer und 4 Küstenfelder in beliebiger Reihenfolge erkunden oder 2 Berg- und 3 Wüstenfelder in beliebiger Reihenfolge. Ja, die sind jetzt tatsächlich relativ unspektakulär, wenn man so will. Also da gibt es auch ziemlich wilde Sachen, da werden wir bestimmt auch noch was zu finden. Aber ich glaube, tatsächlich mehr was zu erkunden wäre eigentlich schon nicht ganz unwichtig. Gebirge habe ich natürlich auch da. Aber ich glaube, ich werde diese Karte hier nehmen. Die, glaube ich, wird für mich praktischer sein. Die lege ich hier an. Das überlappt jetzt mal ein bisschen, weil ich hier sonst nicht genug Platz habe, damit noch alles in der Kamera zu sehen ist. Hier hat man halt die 3 Slots, denn wir werden insgesamt 3 von diesen Karten auch bekommen und können die dann halt immer mal wieder einsetzen. So, jetzt muss ich natürlich diese Erkundung machen. Und in diesem Falle bietet es sich, glaube ich, sehr an, hier einmal das Wasserfeld zu erkunden und dann tatsächlich dieses 4er Wüstengebiet, was ich hier unten sehe, hier unten am Rand, tatsächlich hier auch alles zu erkunden. Und da gibt es halt mal direkt noch 2 Münzen für mich. Aber was noch viel wichtiger ist, ich habe jetzt tatsächlich dieses Gebiet an Wüstenfeldern komplett erkundet. Und eines von diesen Feldern, auf dem keine Münze zu sehen ist, das darf ich jetzt in ein Dorf umwandeln. Und von diesen Dörfern aus darf ich dann in der nächsten Runde auch starten. Denn alle Würfelchen, die kommen tatsächlich am Ende der Runde weg. Aber da lege ich doch mal direkt hier ein Dorf hin, was mir bestimmt später helfen wird. Und ich habe ein Dorf gebaut. Ihr seht das hier unten am Tableau. In der ersten Ära bekomme ich dafür dann auch noch direkt einen Punkt. Dadurch, dass das Dorf jetzt natürlich in der ersten Ära für mich bedeutet, dass ich davon immer wieder halt neu starten kann, also in den anderen 3 Runden, die ich noch spielen werde, ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Später gibt es mehr Punkte. Dafür kann ich davon von dem Dorf aus dann natürlich nicht mehr neu starten quasi. Okay, so, auf in den nächsten Zug. Diesmal haben wir ein Gebirgefeld, das ich erkunden kann. Und ja, da werde ich doch gleich mal die Möglichkeit nutzen und werde hier diese Stadt erkunden. Die Städte, das sind diese runden Felder mit einer Zahl drauf. Die haben den Geländetyp entsprechend ihrer Farbe, also in diesem Falle hier ein Feld mit dem Gebirge. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Handelsroute erstellt. Wenn ich eine Verbindung herstelle zwischen 2 Städten, dann multipliziere ich oder dann darf ich dort eine Handelsroute erstellen. Dazu multipliziere ich dann ihre Zahlen, also 2 mal 4 sind 6 Punkte, die ich bekomme, beziehungsweise halt Münzen, aber das sind ja hier die Punkte. Und dann muss ich eines dieser Dörfer quasi abdecken, um zu markieren, dass ich dort bereits eine Handelsroute erstellt habe. So, jetzt könnte ich natürlich das hier abdecken, weil ist relativ weit weg, aber ich habe hier natürlich ein Dorf liegen. Das heißt, da könnte ich tatsächlich relativ schnell nochmal hin. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich erstmal, wenn ich den passenden Token hier finde, ich werde hier tatsächlich diese Wüstenstadt abdecken, denn die ist ja halt nur ein 2er-Faktor wert. Und vielleicht kann ich von dieser Stadt aus dann später da nochmal eine Handelsroute erstellen. Das ist ja auf jeden Fall ganz cool. Okay, nächster Zug. Jetzt gibt es 3 Wasserfelder. Bei denen ist wichtig, bei dieser Erkundungskarte, dass die tatsächlich in einer Reihe sein müssen. Also das muss jetzt tatsächlich so eine gerade Dreierlinie sein, in der ich erkunde. Tja, so richtig toll ist da jetzt gerade nichts. Aber ich glaube, da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir das so. Denn
Ich weiß ja jetzt auf jeden Fall, es kommt noch quasi die Erkundungskarte mit den Jokerfeldern, also wo ich es mir aussuchen kann. Und da könnte ich zum Beispiel hier einen Schatz entdecken oder aber tatsächlich auch gleich noch eine zweite Handelsroute. Auch nicht uninteressant. Aber an dieser Stelle gehen wir einfach in den nächsten Zug. Und ja, das muss ja jetzt die Karte mit den Jokerfeldern sein. Wie gesagt, bei denen darf ich mir das auch aussuchen, was ich dort entdecke. Aber auch die beiden Felder müssen angrenzend zueinander sein. Und tja, aufgrund dessen lohnt es sich, glaube ich, mehr hier an der Stelle einfach direkt noch den zweiten Handelsposten zu erstellen. Ja, das mache ich auch. Damit habe ich auch das hier erkundet und ich habe hier eine Verbindung hergestellt zwischen dieser Stadt und dieser Stadt. Das ist natürlich auch gleich hier 7 Punkte sogar wert, weil, ja, Quatsch, was erzähle ich denn da? 12 Punkte natürlich. 3 mal 4 ist nämlich 3 plus 4, sondern 12 Punkte sogar, die das Ganze wert ist. Und das ist nicht schlecht. Und nehme ich hier immer hier die 12 Münzen dafür. Und ja, ich sag mal so, ich kann hier weiterhin, glaube ich, ganz gut hinbauen. Insofern werde ich mal diese Stadt hier abdecken. Da kann ich zwar auch nächstes Mal wieder hin erkunden, aber ich kann mit dieser Stadt halt keine Handelsroute mehr erstellen. Okay, so, das Schöne ist jetzt nämlich, ich habe jetzt tatsächlich auch schon meinen ersten Auftrag erfüllt, denn der lautete, errichte 2 Handelsposten auf Städten mit Wert 3 oder höher. Ach nein, nein. Ich hätte doch nicht das hier abdecken sollen, sondern das hier. Denn so habe ich jetzt natürlich das noch nicht erfüllt. Okay, da war ich tatsächlich ein bisschen zu gierig. Aber da hoffe ich doch einfach mal, dass ich das nächste Runde noch schaffe. Schade, da lasse ich mir wahrscheinlich auch Punkte entgehen. Denn ja, nächste Runde könnte es passieren, dass eine Karte zu früh kommt und tatsächlich hier den höheren Wert abdeckt. Aber ja, das ist jetzt so, habe ich mich so entschieden. Und damit muss ich jetzt leben. So, die Runde ist vorbei, denn ich habe alle Erkundungskarten gezogen. Jetzt muss ich tatsächlich alle von meinen Erkundungswürfeln wieder wegnehmen. Da ist tatsächlich so ein bisschen das einzige technische Problem des Spiels, wenn man so will. Man muss ein bisschen aufpassen, tatsächlich, dass man nichts allzu sehr hier verschiebt. Aber das klappt in der Regel eigentlich ganz gut. So, jetzt nehme ich die Erkundungskarten wieder zusammen. Und nehme halt auch die der Ära 2 mit dazu und mische die hier kräftig durch. Und es kommen jetzt natürlich wieder die 5 Standard-Erkundungskarten. Aber es kommt auf jeden Fall auch einmal die 1, wodurch ich diese Karte wieder aktivieren kann. Und es kommt auch einmal die 2, so dass ich mir dann eine neue Erforschungskarte holen kann. Insofern, es gibt immer was Neues zu entdecken. Okay, auf in die zweite Runde. Ah, und ich fange auch gleich mal hier mit dem Feld an. Und boah, wo gehe ich denn da mal hin? Ich muss natürlich drauf achten, ich muss noch eine zweite Handelsroute erstellen, damit ich hier tatsächlich mein Ziel erreichen kann. Und oh ja, das mache ich doch mal so. Ich kann ja wieder 4 Wüsten und ein Wasserfeld anschließen, also insgesamt 5 Erkundungswürfel setzen. Und dann mache ich das doch mal so. Ich setze 1, 2 und 3. Dafür gibt es eine Münze. Und ich darf ein Dorf bauen. Und das setze ich mal dort oben hin. Na. So. In der zweiten Ära bekomme ich dafür 2 Punkte. So. Und dann setze ich hier meinen Würfel auf das Wasser und hier den Würfel auf die Wüstenstadt, sodass ich hier schon sehr, sehr dicht dran bin, den richtigen Handelsweg noch zu erstellen. Das war die erste Erkundungskarte. Die zweite, Wüste. Okay, dann ja, würde ich doch sagen, setzen wir die mal hier ein. Denn so kann ich gleich das nächste Dorf errichten. Beziehungsweise das nächste Dorf habe ich gefunden. Ja. Doch, das setze ich mal hier hin. Und auch das gibt natürlich wieder 2 Punkte. Zwischendurch, das ist auch immer so ein bisschen fummelig. Das muss man auch im Spiel mit mehr Personen tatsächlich noch viel häufiger machen, dass man ab und zu mal ein bisschen hier die Münzen tauscht, damit genug Kleingeld quasi da ist und man selber natürlich auch nicht den Überblick verliert. Ja, das war der Zug.
auf in die nächste. Ah, schade. Jetzt kommt, bekomme ich tatsächlich erstmal gleich noch neue Erforschungskarten, aber leider habe ich die Chance vertan, den höheren Punktwert bei dem Auftrag zu erhalten. Denn sobald das erste Mal hier die Erkundungskarte der Ära 2 gezogen wird, wird hier mit diesem Marker das Feld abgedeckt. Und ja, jetzt muss ich tatsächlich zusehen, dass ich hier dieses Ziel auch diese Runde möglichst erfülle. Denn würde ich das nächste Runde noch nicht geschafft haben, wenn die Karte der Ära 3 auftaucht das erste Mal, dann würde ich hier diesen Auftrag verlieren. Und das will ich natürlich nicht. So, aber jetzt bekomme ich erstmal wieder eine neue Erforschungskarte. Und da bin ich natürlich immer gespannt drauf. Oh, wieder was relativ Ähnliches, nur mit unterschiedlichen Sachen. Und zwar erkunde ein Gewässerfeld. Erkunde dann bis zu 5 Felder, die an dieses Gewässerfeld angrenzen. Ja, oder die Variante mit dem gleichen Effekt quasi, nur halt mit einem Wüstenfeld. Und jetzt ist die Kamera gerade etwas nervös. Ich entschuldige mich dafür. Dann machen wir das doch tatsächlich lieber so. Und ihr wisst ja jetzt, welche Karten hier tatsächlich da dabei sind. Ich würde sagen, da nehme ich, glaube ich, tatsächlich das mit dem Wasser, weil Wasser gibt es natürlich hier eine ganze Menge. Deswegen nehme ich hier die Wasserkarte. Die lege ich hier hin. Und das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt eigentlich auch eine super Karte jetzt gerade. Zumindest in diesem Moment ist sie total super. Denn dann kann ich euch jetzt mal zeigen, was so bei den Schätzen dabei sein kann. Ich lege meinen ersten Würfel hier auf dieses Wasserfeld und jetzt bekomme ich einfach direkt eine Schatzkarte. Die ist was für das Ende des Spiels. Da bekomme ich eine Münze für jeden Erkundungsturm, den ich errichtet habe. Ja, so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Die sind hier so am Rande oder in den Ecken der Karte. Aber die lege ich mir hier einfach mal zur Seite. Die ist halt erst fürs Spielende relevant. Okay, so, wichtig ist tatsächlich, so wie ich das hier eben gemacht habe, ich führe immer erst quasi eine Erkundung durch, also ich platziere einen Würfel, dann mache ich alles, was dadurch ausgelöst wird, halt Münzen bekommen, Dorf platzieren oder halt eben auch eine Schatzkarte ziehen. Bei den Schätzen ist wichtig, die kann man auch immer nur einmal entdecken. Wenn ich also einen Schatz hier entdeckt habe, dann lege ich da so eine offene Schatztruhe drauf, um zu markieren, dass ich da quasi nicht nochmal hin kann. Okay, jetzt habe ich aber noch 4 weitere Würfelchen, die ich platzieren kann. Und die müssen alle jetzt angrenzend zu diesem Feld sein. Und dann nehme ich doch mal das Feld hier mit der Münze. Ich nehme diesen Berg. Ich nehme dieses Wasserfeld. Und ich nehme hier diese Stadt. Und jetzt kann ich nämlich eine Handelsroute wieder bauen. Für tatsächlich 9 Punkte, 3x3. Ja, hoppala. Werfe ich mal hier den Einsermarker ab und nehme mir einen Zehner. Habe schon ganz gut Punkte gesammelt und werde hier die Stadt auf dem Grasfeld, glaube ich, abdecken. So, muss ich den richtigen Marker finden. So, da habe ich einen. Und jetzt habe ich tatsächlich hier den Auftrag erfüllt und habe auf 2 Städten mit einem Wert von 3 oder höher einen Handelsposten errichtet. Sehr gut. So, den Marker kann ich jetzt im Grunde genommen abwerfen, denn der kann mir nicht mehr wehtun. Den Auftrag habe ich erfüllt. So, und, oh, tatsächlich, ich habe jetzt auch schon den zweiten Auftrag erfüllt. Entdecke Dörfer in 3 verschiedenen Ländern. Die Länder gibt es hier auf dieser Arvenia-Karte und das sind immer Gebiete oder Landgebiete, die entweder komplett vom Rand oder von Wasser umschlossen sind. Und ich habe hier auf diesem Land ein Dorf, ich habe hier auf diesem Land ein Dorf und auch das hier ist ein Land. Insofern, ja, habe ich das auch schon erfüllt. Sehr schön. Das sind 5 und 10 Punkte, die nehme ich mir, muss ich mir aber nicht als Münzen nehmen. Da weiß ich ja, dass die da sind. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Dann kann mir nämlich auch schon dieser Marker nichts mehr anhaben. Haha. Denn der würde halt dieses Feld abdecken, wodurch ich verloren hätte. Und er würde dieses Feld abdecken, wodurch ich hier nicht mehr so viele Punkte machen könnte. Aber die habe ich beide erledigt. Das heißt, da bin ich schon mal safe. Mein drittes Ziel ist es, 5 Dörfer zu entdecken. Da brauche ich nur noch 2. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kann ich mir jetzt also schon mal ganz gemütlich Gedanken darum machen, wie viele Punkte ich mache. Haha, das ist schön. Okay, machen wir aber weiter. Ich habe jetzt ganz schön viel geredet. So, 2 Graslandfelder haben wir hier zum Erkunden. Da würde ich doch sagen, gehen wir mal in diese Richtung weiter. Und dann können wir hier vielleicht noch ein Dorf erstellen. Und vielleicht kommen wir hier auch schon mal zu einem der Türme.
dann war es das für diesen Zug. So, jetzt kommen die zwei beliebigen Felder. Die müssen aber miteinander verbunden sein. Ich könnte jetzt hier zum Turm vorstoßen oder ich könnte mir hier auf diesem Graslandgebiet das Dorf sichern. Und ich glaube, ich mache Letzteres. Dadurch lege ich einmal hier einen Marker hin. Jetzt entsteht das Dorf. Das setze ich da hinten in die Ecke. Und wir sind noch in der zweiten Ära. Das heißt, ich bekomme dafür 2 Punkte. Und ich lege noch einen Erkundungsmarker hier auf das Feld mit dem Schiffswrack, sodass ich wieder einen Schatz bekomme. Ah, und diesmal haben wir eine Vase. Bei denen kommt es einfach darauf an, wie viele habe ich davon am Ende des Spiels. Ne? Eine Vase wäre jetzt nur 1 Punkt wert. Hätte ich davon 2, wären die schon 4 Punkte wert und so weiter. Lege ich hier mit auf meinen Stapel. Und ich markiere natürlich auch wieder, dass ich dieses Feld erkundet habe, sodass ich dort keine Schätze mehr finden kann. Okay, nächster Zug. Jetzt kommt die Wasserlinie. Jetzt muss ich mal schauen, gibt es da gerade irgendetwas, was ich damit sinnvoll machen kann? Ich fürchte nämlich nicht. Ich weiß aber, es kommt auf jeden Fall noch ein Gebirgsfeld. Da werde ich das hier nehmen, weil das ist gleich wieder ein Dorf. Das ist cool, aber tja, jetzt. Ich werde hier anfangen und in dieser Linie runtergehen. Das funktioniert sehr schön, denn dann bekomme ich gleich schon wieder einen Schatz, weil da ist eine Ruine. Und ja, das sind einfach direkt 2 Punkte. Die Karte kann ich direkt abwerfen und wieder markieren, dass ich hier einen Schatz gefunden habe. Und dann, ja, die letzte Karte muss das Gebirge sein. Jetzt kann ich mich nämlich tatsächlich wieder entscheiden. Nehme ich hier die Münze und platziere noch ein Dorf, wodurch ich das 5. Dorf hätte. Ha! Das wäre großartig. Oder ich nehme hier den Turm. Aber zu dem Turm komme ich doch jetzt relativ einfach hin. Deswegen werde ich hier hingehen. Ich bekomme eine Münze für die Münze auf dem Feld. Und das Gebirgsgebiet hier ist komplett belegt, so dass ich hier auch wieder ein Dorf platzieren kann. Das darf ich halt nicht auf das Münzfeld legen. Aber so passt das ja auch. Und ja, das sind wieder 2 Punkte. Und dann wechsle ich mal wieder ein bisschen Kleingeld. Ja, haben wir hier 5 Einer und einen 5er. Und dann hole ich mir hier wieder einen 10er für raus und sehe zu, dass hier alles wieder in geordnete Bahn kommt. Und ja, ich habe mein 5. Dorf erkundet. Bam. Oder entdeckt in diesem Falle. Und so habe ich jetzt schon mal alle 3 Ziele erreicht. Das ist super. Da brauche ich mir jetzt schon mal um diese Marker hier keine Gedanken mehr machen. Und dann kann ich jetzt auch gleich starten in die 3. Runde. Und für die 3. Runde schnappe ich mir wieder die Erkundungskarten. Und diesmal kommen die 3 Ära-Karten rein. Denn einmal bekomme ich jetzt noch eine neue Erforschungskarte. Und in der letzten Runde kommt tatsächlich nochmal eine Karte rein, wo ich mir dann aussuchen darf, welche von den 3 ich quasi noch ein 2. Mal benutze. So. Okay. Jetzt sollte gründlich genug gemischt sein. Und wir können starten in die 3. Ära. Wir fangen an mit ein bisschen Wüstenerkundung. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich tatsächlich ganz vergessen, noch meine ganzen Erkundungswürfe wieder zu entfernen. Im Eifer des Gefechts. Voilà. Und jetzt kann es losgehen mit der 3. Runde. Und einer Wüstenerkundung. Okay. Dann würde ich sagen, nehme ich mal dieses und könnte dieses nehmen, um hier vielleicht nochmal eine Handelsroute zu erstellen. Das mache ich jetzt auch so. Okay, so lassen wir das. Nächste Karte. Oh, da bekomme ich auch schon meine 3. Erforschungskarte. Mal schauen, was diesmal dabei ist. Ah, okay. Also erkunde ein Bergfeld und dann bis zu 5 Felder, die an dieses angrenzen. Also quasi das gleiche, was ich hier schon als Wasser habe. Oder aber erkunde ein Bergfeld und erkunde dann bis zu 3 Felder in gerader Linie von diesem Bergfeld. Kann ich damit was Gutes anfangen? Ich glaube,
Ja, also das ist natürlich schön, um weit zu kommen. Das ist aber auch ein schöner Effekt, um viel platzieren zu können, weil ich platziere quasi 6 Würfelchen auf einmal bei der Erkundung. Das ist schon sehr cool. Und ja, das werde ich auch machen. Und dann kommt die hier weg und die kommt hier an den Rand von meinem Spielfeld. Und jetzt darf ich insgesamt 6 Würfelchen platzieren. Also ja, eine ganze Menge. Und hier erkunden. Und da werde ich mal als Ausgangspunkt, nehme ich dieses Bergfeld hier. Das gibt mir schon mal direkt 2 Münzen. Machen wir mal direkt so. Und jetzt im Grunde genommen angrenzend an 5 von den Feldern darf ich Würfelchen platzieren. Machen wir hier, hier, hier. Und dann bekomme ich nochmal 2 Münzen dort oben. Und jetzt erkunde ich hier den Turm. Und bei den Türmen ist es so, ich bekomme abhängig davon, wie viele ich davon schon entdeckt habe, erstmal ein paar Punkte. Und da gibt es jetzt für mich direkt mal 6 Punkte, weil das ist jetzt der erste Turm, den ich entdeckt habe. Und dann stelle ich hier auch einen entsprechenden Turm hin. Ich lege den jetzt mal hin, weil ich glaube, das sieht man dann auf der im Kamerabild hier etwas besser. Wichtig bei diesen Turmfeldern ist, die sind quasi ein Jokerfeld, also da kann ich mit jedem Erkundungsfeld draufziehen. Das wäre jetzt also tatsächlich gerade nicht so entscheidend gewesen, aber hier hat das natürlich jetzt sehr gut gepasst von der Formation her. So, ich kann das ja, oder ich mache das gerade mal für diese Runde so. Ja, doch, das sieht man noch. Und wenn ich diese Runde beendet habe, dann kann ich den Turm immer noch hinlegen. Dann fällt er auch nicht einfach so. Okay, auf zur nächsten Karte. Ein Gebirgsfeld haben wir hier noch. Das ist gar nicht so unpraktisch, denn da mache ich doch hier noch das letzte Gebirgsfeld in diesem Bereich voll und platziere ein weiteres Dorf, was mir jetzt in der dritten Ära schon 3 Punkte gibt. Nicht schlecht. So, und da ich glaube, ich ja hier am ehesten noch mal lang muss, lege ich das Dorf mal dahin. Ja, wie gesagt, 3 Punkte gibt's dafür. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ihr seht hier durch das Rumgefummel ist immer mal ein bisschen Bewegung drin. Und dann gibt es hier 2 Graslandfelder. Tja, beim Grasland bin ich tatsächlich noch nicht so riesig erfolgreich gewesen, wenn man so will. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier lang. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was erkunden. Und ich brauche nur noch ein Wasserfeld, um hier eine Handelsroute bauen zu können zwischen der und der Stadt. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, jetzt haben wir 3 gerade Wasserfelder, die ich lang gehen kann. Und in dem Falle, ja, nutze ich doch die Gelegenheit und gehe hier in diese Richtung. Denn dort gibt es wieder ein Schiffswrack und damit einen Schatz. Mal schauen, was es dieses Mal gibt. Eine weitere Vase. Das ist gar nicht unpraktisch, denn eine habe ich ja schon. Jetzt sind die statt einem Punkt schon 4 Punkte zusammen wert. Und ich markiere natürlich hier das Feld, um anzuzeigen, dass ich da schon war und kein Schatz mehr zu finden sein wird. So, mal schauen, was wir als nächstes bekommen. Jetzt die 2 Jokerfelder. Okay, ich habe später noch die Ära 2 Karte, also ein Wasserfeld und da drumherum alles quasi. Oder das mit den Wüstenfeldern. Also ein Wasserfeld und dann Wüstenfelder. Insofern kann ich mir jetzt natürlich gut überlegen, wo ich damit hin möchte. Es könnte zum Beispiel sehr gut passen, hier lang zu gehen. Dann könnte ich nämlich hier einen Handelsposten errichten. Oder auch vielleicht in diese Richtung. Ja, also Wüste bekomme ich ja hier tatsächlich noch ziemlich gut hin. Und da könnte ich hier nochmal einen Schatz entdecken. Ha, es gibt ganz viele Möglichkeiten gerade. Ja doch, ich gehe in diese Richtung. So, das waren jetzt gerade die 2 Jokerfelder. Da muss ich natürlich wieder angrenzend platzieren. Und dann machen wir das so. Gut, dann mal schauen, welche Karte zuerst kommt. Die 2, okay, also erstmal das Wasserfeld und da drumherum alles. Jetzt muss ich schon eine ganze Menge an Würfelchen hier aus dem Hut wieder zaubern oder aus dem Schälchen. So, 5 Stück und 1 noch, dann sind wir bei den 6, die ich brauche. Okay,
Also, fangen wir mal an. Ich muss zuerst ein Wasserfeld erkunden und da drumherum dann quasi alles. Und dann nehme ich in diesem Falle dieses Wasserfeld. Und dann platziere ich hier einen Würfel, da einen Würfel, dort einen Würfel und da einen Würfel. Dafür gibt's eine Münze, weil die da drauf ist. Und dann hier auf dieses Feld, wodurch jetzt zwei Sachen passieren. Zum einen, ich habe alle drei von diesen Wüstenfeldern erkundet. Dann kann ich da halt also auch ein Dorf errichten. Das ist jetzt die dritte Ära immer noch. Daher gibt es drei Punkte dafür. Also im Dörfer entdecken war ich wirklich in diesem Spiel schon sehr, sehr gut. So, das ist das eine. Und es gibt eine neue Handelsroute. Und zwar zwischen dieser und dieser Stadt. Und ich würde aber sagen, ich decke mal lieber die grüne Stadt ab, denn die hat nur einen Multiplikator von 2. Und da ich jetzt hier ja auch ein Dorf gefunden habe, kann ich vielleicht hier nochmal eine Route bauen. Das ist doch gar keine so schlechte Idee. 2x3 sind 6 Punkte. Insofern kann ich mir hier meine 6 Münzen nehmen und drücke wieder hier alles zurecht. Und ja, damit letzte Karte. Ein Wasserfeld und 4x Wüste. Ja, leider klappt es hier nicht, ein Dorf zu errichten. Aber ich kann auf jeden Fall noch mal ein paar Münzen mitnehmen und einen Schatz. Auch das ja nie ganz uninteressant. So insgesamt 5 Würfelchen kann ich platzieren. Oder könnte ich noch irgendwo hier was Sinnvolles machen? Nö, glaube nicht. Nö. Insofern, ja, platziere ich mal hier auf dem Wasserfeld mit dem Schiffswrack. Und das bedeutet, ich bekomme am Ende des Spiels eine Münze. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen. Eine Münze für jedes Dorf auf einem Wüstenfeld. Ja, das ist auch nicht so verkehrt. Da habe ich hier schon eins, hier schon eins, hier schon eins. Also das sind auch nochmal ein paar Punkte am Ende des Spiels. Ja, sehr schön. Auch da markiere ich natürlich wieder, dass ich diesen Schatz schon entdeckt habe. Das war kein Schiffswrack, das war eine Ruine. Trotzdem am Wasser. Ja, und dann noch 4 Würfelchen hier auf Wüste. Da ist jetzt tatsächlich nicht ganz so wichtig, welche das sind. Es müssen natürlich, sollen natürlich die beiden dabei sein, wo Münzen drauf sind. Insofern gibt es hier nochmal 2 Münzen für diese Runde. Und ja, jetzt kann ich auch schon mal ein bisschen größere Münzen anpacken. Das sind 20, 40, 50. Ja. So. Also, ja, das mit diesen Münzen, das ist tatsächlich ein bisschen quatschig, denn eine Punkteleiste hätte es auch getan. Ich finde es nicht so relevant zu verstecken, wie viele Punkte man gerade hat, außer vielleicht so ein bisschen für die Spannung, aber ich finde, man kann bei Spielen eigentlich immer ganz gut sehen, wer eher vorne liegt. Okay, das war diese Runde. Gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall eine Menge Felder entdeckt, aber ich habe auch ein paar Erforschungskarten bekommen, die eine Menge Felder markieren können. So, jetzt vorsichtig, dass ich nichts verrücke. Alter, so. Du bleibst schön dort. Und der Turm, der ist jetzt auch dort. So, damit ich noch an Türme und Dörfer komme, schmeiße ich mal nicht alle von meinen Würfelchen da rein. Und jetzt bekommen wir natürlich alle Erkundungskarten hier zusammen. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Natürlich die beiden Zielkarten, die passen natürlich sehr gut auch zusammen. Nichtsdestotrotz muss man erstmal schaffen. Sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus für dieses Spiel. Aber um die höchste Solo-Wertung zu erreichen, das sind nämlich tatsächlich stolze 150 Punkte. Das wäre dann tatsächlich das schwere Niveau. Da muss ich noch ein bisschen was schaffen. Und selbst vielleicht brauche ich 90 Punkte. Da muss ich noch ein bisschen was zusammenbekommen. Okay, dann legen wir los mit der letzten Runde. Wir fangen an mit einem Gebirgsfeld. Jetzt könnte ich natürlich schauen, dass ich hier hinkomme, um hier nochmal den Turm zu erkunden. Das wären 8 Punkte, weil auch hier ist der Turm nicht weit weg.
Insofern, Türme sind jetzt, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Und ich habe ja hier meine Erkundungs- oder Erforschungskarte mit dem Gebirge und alles drumherum. Da ist das hier tatsächlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, dann fangen wir doch mal an mit diesem Gebirgsfeld. Ja, das sieht gut aus. Als nächstes, zweimal Wüste. Okay, die müssen nicht miteinander verbunden sein. Dann nehme ich doch mal dieses hier, um auch hier wieder in Richtung des Turms zu kommen. Und ich nehme das hier, weil das sind zwei Münzen. Zwei Münzen sind zwei Münzen sind zwei Münzen. Sag ich nicht nein. Okay, so, jetzt setze ich meine Erkundungskarte der dritten Ära ein. Das ist gar nicht schlecht. So, denn jetzt kann ich dieses hier nehmen, wodurch ich das Gebirgsfeld komplett, oder das Gebirgsgebiet komplett abdecke und ein Dorf erstelle, was nicht schlecht ist. Und ich bin wirklich nicht mehr weit weg von diesem Turm. Andererseits könnte ich das natürlich auch hier machen. Auch da würde ich das komplette Gelände, Gebirgsgelände abdecken. Aber hier wird es, glaube ich, später etwas schwieriger noch lang zu kommen, weil ich habe sonst nichts mehr mit Gebirge außer halt die Joker. Deswegen, ja, ich bleibe hier bei diesem Plan. Ich lege dahin, das ist eine Münze. Dahin, das sind zwei Münzen. Und dann noch hier und hier und hier. So, jetzt habe ich es mal nicht so richtig in der Reihenfolge gemacht, aber es sind drei Münzen, die ich bekomme. Und ich kann hier noch auf, ja, es geht tatsächlich nur auf diesem Feld, bei diesem Gebirge, weil auf allen anderen ist was drauf, kann ich noch ein Dorf platzieren. Und das ist ja hier in der letzten Ära auch ganze vier Punkte wert. So, und wenn das Plättchen mitspielt, dann bekomme ich das auch hin. So, okay, nächste Karte, die Nummer 2. Das ist das Wasserfeld und alles drumherum. Das ist tatsächlich gerade gar nicht so unglaublich praktisch. Aber da ich ja auch am Ende noch Punkte für Dörfer im Wüstengelände bekomme, würde ich doch mal sagen, gehen wir dort wassertechnisch hin und ja, dann alles drumherum. Hier hätte ich jetzt nochmal alles abgedeckt, aber ich bekomme natürlich kein zweites Dorf in diesem Gebiet. Das geht leider nicht. Ja, schön ist anders, aber ich glaube, ich habe nichts so richtig toll Sinnvolles. Ich hätte es auch hier machen können, um noch einen Schatz zu bekommen, aber bleiben wir mal dabei. Ja. Okay, so, jetzt zwei Graslandfelder. Ja, dann nehme ich doch hier einmal das für zwei Münzen und einen weiteren Turm, den ich hier entdecke. Und der gibt mir jetzt schon 8 Punkte, weil das halt der zweite Turm ist. Auch nicht verkehrt. Oh, das sieht doch punktetechnisch schon ganz gut aus jetzt. Und machen wir weiter. Jetzt die zwei Jokerfelder, die müssen aber nebeneinander liegen. Das ist aber kein Problem, denn da nehme ich doch gleich den nächsten Turm. Der ist schon 10 Punkte wert jetzt. Haha. Und voilà. So, hier noch ein 10er. Und da hier ganz wunderbar daneben noch ein Schiffswrack liegt, nehme ich mir doch noch einen Schatz. Oh, das sind einfach zwei Münzen wieder. Die nehme ich mir direkt. Und dann lege ich natürlich noch einen Schatzmarker drauf, auch wenn das jetzt die letzte Runde ist und der ja ohnehin nicht nochmal hin könnte, aber der Vollständigkeit halber. Okay, so, jetzt dreimal gerade im Wasser. Ja, wichtig ist vielleicht noch, ich kann immer auch darauf verzichten, noch weitere Felder zu erkunden. Also ich könnte da jetzt auch schauen, dass ich nur zwei Felder davon nehme. Denn ja, ich glaube, ich komme nirgends mehr so richtig toll lang mit den Wasserfeldern. Ich kann damit eigentlich nur noch mal eine Ruine erkunden oder einen Schiffswrack. Und oh, dann machen wir das doch einfach hier unten. Ja. Mache ich das hier unten? Den dritten Würfel benutze ich jetzt nicht. Da gehen halt nur zwei. Mal gucken, was wir noch für eine Schatzkarte bekommen. Eine Münze für jedes Dorf auf Grasland. Ja, okay. Mit dem Schatz kann ich jetzt nicht so richtig viel anfangen, weil ich glaube, das hier schon
das einzige Feld, was ich dafür nutzen kann. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Und bislang lief es ja schon ziemlich gut. Okay, so, die letzte Karte ist jetzt, oder die vorletzte Karte ist jetzt nochmal meine Erforschungskarte mit einem Wasserfeld und 4 Wüstenfeldern. So, jetzt könnte ich das hier machen, dann hätte ich hier ein Dorf. Ich kann das aber auch hier machen, um ein Dorf zu platzieren. Nimmt sich bei den Dorfpunkten nichts, aber ich bekomme hier 2 Münzen. Das klingt doch eigentlich nach einem guten Grund. Ah, andererseits, ich könnte natürlich auch hier rüber kommen, um nochmal einen schönen Handelsposten zu errichten. Und ich weiß ja, die letzte Karte ist jetzt hier der Joker, wo ich mir nochmal eine meiner Erforschungskarten aussuchen kann. Das ist doch ein gutes Wissen, denn das bedeutet, ich kann auf jeden Fall hier nochmal ein Dorf errichten und den Handelsposten machen. Ja, weil der Handelsposten, der bringt dann nochmal 9 Punkte. Na klar. Okay, dann gehe ich hier mal auf dieses Schatzfeld, auf dieses Schiffswrack. Das habe ich zwar schon erkundet, da bekomme ich jetzt keinen Schatz mehr, aber das ist ein Wasserfeld. Und jetzt kann ich noch 4 Wüstenfelder erkunden. Und dann nehme ich doch hier 1, 2. Damit ist der Handelsposten nämlich errichtet. Nehmen wir den hier. Das ist ja jetzt gerade kein großer Unterschied. So, und auch da irgendwo. Ja. So, jetzt ist wieder alles richtig. So, 9 Punkte. Okay. Und dann 2 Würfelchen habe ich noch. Das sind die hier. Nee, ich bekomme tatsächlich leider es nicht hin, 2 Wüstenfelder noch komplett zu bedecken. Dann gehe ich doch mit diesen hier bis nach da hinten, weil es gibt einfach nochmal 2 Münzen. Ja, und jetzt weiß ich ja, da darf ich mir nochmal was Schönes aussuchen. Oh, okay. Ja, doch, es ist sinnvoll. Ich könnte jetzt entweder dieses oder dieses Wüstengebiet nochmal komplett erkunden, um nochmal ein Dorf zu erstellen. Ich könnte aber auch das hier kopieren und das Gebirgsfeld erkunden, was einfach 4 Münzen an sich wert ist, weil da so viele Münzen drauf abgedruckt sind. Und ich bekomme ein Dorf. Das sind insgesamt 8 Punkte. 4 Punkte für das Dorf und 4 für die Münzen, die da drauf sind. Hier würde ich nur noch eine Münze bekommen und ein Dorf. Das wären also nur 5 Punkte. Ja, dann kopiere ich doch lieber diese Karte hier, auch wenn das nur 4 statt 6 Würfelchen sind. Aber ich habe sowieso kaum noch welche. Okay, also hier für eine Münze, hier für 2 Münzen, hier für eine 4. Münze und hier für ein Dorf für insgesamt 8 Münzen, die ich dafür bekomme. Nicht schlecht. Und dann nehme ich mir hier nochmal einen schönen 10er und dann kann ich, glaube ich, nochmal in einen 50er tauschen. Ja, das ist ein 10er. Und dann ist jetzt das Spiel vorbei. Und ich habe es auf jeden Fall geschafft, alle 3 Ziele zu erfüllen. Das tatsächlich auch schon relativ früh. Das ist richtig gut geworden sozusagen. Und ich habe hier insgesamt 100, 110, 119 Punkte schon mal hier in Münzen gemacht. Und ich habe noch 25 Punkte von den Zielen. Dann bin ich also schon mal bei 144? Nee, 100, doch, 144 Punkten. Und ich habe ja noch meine Schätze. Okay, also eine Münze für jedes Dorf auf Grasland. Das ist tatsächlich nur das hier, weil sonst habe ich das nirgends geschafft. Also ein Punkt hierfür. Sind wir bei 145. Dann ein Punkt für jedes Dorf auf Wüste, da habe ich hier 1, 2, 3 und 4. 4 Stück. Nochmal 4 Punkte, sind wir bei 149. Okay, so, dann habe ich 2 Vasen, die sind 4 Punkte wert. Sind wir bei 153 Punkten, wenn ich mich nicht irgendwo vertan habe. Und dann bekomme ich noch eine Münze für jeden Turm, den ich entdeckt habe. Das sind auch nochmal 3.
sind wir also bei 157 Punkten. Und ja, dann sind wir tatsächlich sogar schon im schweren Schwierigkeitsgrad. Hätte ich mich eigentlich vorher für entscheiden müssen, habe ich vergessen. Aber macht ja nichts. Ich sehe also, die 150 Punkte sind schaffbar. Das ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Ich habe aber auch, wie gesagt, ich habe, glaube ich, Ziele bekommen, die sind da, haben da sehr gut funktioniert. Ich habe auch wirklich, ja, nicht so viele unterschiedliche tatsächlich. Da habe ich so quasi so ein bisschen Pech gehabt, aber ich habe tatsächlich sehr effektive, auf jeden Fall, Forschungskarten hier bekommen, so dass ich eine Menge Punkte sammeln konnte. Und ich hoffe, ihr konntet euch so einen kleinen Eindruck verschaffen, wie, ja, die Gilde der fahrenden Händler funktioniert. Wie gesagt, außer, dass die Ziele hier wegfallen können, wenn ich mich nicht genug beeile, ist es tatsächlich auch wie das Spiel mit mehreren Personen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Die zwei technischen Probleme, die es hat, sind halt, dass hier die Sachen natürlich ein bisschen verrutschen können, wenn man nicht aufpasst. Und dass das mit diesen Münzen ist eigentlich ziemlich unnötig. Da hätte es auch einfach irgendwo einen Punktetrack hätte es da auch getan, das geheim zu halten. Finde ich eigentlich ziemlich überflüssig. Aber sonst finde ich, ist das ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist im Grunde genommen ein Flip in Place, weil, ja, das könnte auch ganz gut mit Stiften sonst funktionieren. Aber tatsächlich macht es schon auch Spaß, halt eben die Holzwürfelchen und die Dörfer und die Türme und so zu platzieren. Das ist schon sehr cool. Aber ich finde, die coolsten Momente des Spiels sind immer, wenn das erste Mal hier die Ära-Karten auftauchen und man sich diese eigenen Erforschungskarten aussuchen kann, sodass jeder und jede wirklich auch ganz eigene Art des Erkundens für sich jeweils hier entwickelt. Und das hat mir auf jeden Fall hier auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und gebt auch gerne meinem Kanal ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da drauf klickt. Klickt dann am besten auch die kleine Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und falls ihr jetzt noch eine Frage zu die Gilde der Fahrenden Händler haben solltet oder eine eigene Meinung dazu, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich wie immer auch gerne in die Kommentare, was kommt denn bei euch so auf den Tisch. Bis zum nächsten Video. Folgt mir gerne auch mal bei Facebook, Twitter oder Instagram. Und bis dahin sage ich dann bis bald und ciao.